Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe einfach mal einen kleinen Part Timolia 101 aufgenommen, habe einen Zeitraffer reingepackt und nun werde ich das einfach mal kommentieren. So, dann gehen wir einfach mal in die nächste Runde und wir sind auf der Mario Map. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja. So, da habe ich ein bisschen mit der Angel gespammt, kam über die andere Seite, dann habe ich ihn mit dem Schwert halt gut angehittet, dass er runterspringt. In meinem Kit ist kein Fallschaden, deswegen kann er das machen. Dann habe ich ihn von unten aber den Low Ground gegeben und dann habe ich ihn gekillt. Nächste Map ist die Pilz Map und wir haben einfach, also ich habe einfach die übelsten Hits jetzt rausgeholt. Die waren echt nice. Mit der Angel und dem Schwert. Ich dachte mir schon so, what's going on here? Und ja, gehen wir einfach mal in die nächste Runde. So, nächste Runde ist auf der Varo-Map tatsächlich. Ich weiß nicht genau, welcher Gegner, aber da bin ich dann auch kurz in den Schwertkampf gegangen, glaube ich. Ja. Und da war ich low, renn weg, hab jetzt ein Herz. Und er schießt mich natürlich mit dem Bogen ab. Ich gebe ihm noch so ein paar Hits und er gewinnt mit 2 Herzen. Ich glaube, ja, nach einem Hit wäre er locker down gewesen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja. So, nächste Map ist mal wieder die Faro-Map. What's going on here? Und ich glaube, das ist ein Mädchen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich wurde da richtig weggeholt. Sie hat zwar nur mit einem Herz gewonnen, aber... Naja, also für mich war es schon ein bisschen Hacker. Nächste Runde war nochmal gegen sie oder ihn, ich weiß ja nicht. Und ja. Sieht selbst, ich verkacke. So, gehen wir einfach in die nächste Runde auf der Basic Map. Und ja, hab ihn erstmal versucht mit dem Bogen anzuhitten, habe ich auch kurz gemacht. Da kam die Ultra-Kombo und da habe ich ihn besiegt. Ist auch nice. So. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie die Map heißt, aber... Na gut, wurde ich erstmal weggeholt mit 7,5 Herzen. Finde ich nice. Definitiv. Alles klar. So. Und jetzt waren wir auf der Wüsten-Map. Und ich versuchte halt den Gegner so ein bisschen anzuhitten mit dem Schwert. War dann jetzt endlich auf einem halben Herz. Und jetzt kam das, was ich nicht verstanden habe. Der ist durch das Wasser so zack und tot. Hat mir dann einen Final Hit gegeben, aber richtig schnell. Ich weiß nicht, was da abging. Es liegt nicht am Zeitraffer, aber... oder so, aber... ich weiß nicht, was da los war. Ja, und nun sind wir auf der Lehm-Map. Ein bisschen schwer, spät jetzt, aber ja, ich habe erstmal mit dem Schwert und Bogen angehittet und da habe ich auch gewonnen, tatsächlich. Hätte ich zwar nicht gedacht, aber jetzt kam das, der Twerk. Oh, ja. Alles klar. ja, dann waren wir auf der neuen Map, ich weiß nicht genau, wie die heißt, Olymp oder so, ich weiß es nicht, aber kriege ich schon ziemlich aufs Maul und ja, und wurde dann zu Tode gebowspammt, alles klar. So, nun sind wir auf der Basic Map und ich habe versucht mit dem Bow mal wieder am Anfang ein bisschen anzuhitten, macht ja auch Sinn. Und dann bin ich halt mit der Angel und dem Schwert bin ich gleich dann in den Kampf gegangen. Und dann habe ich ihm die Ultra-Kombo reingedrückt und dann er mir die Ultra-Crit-Hits. Also dass er halt auf den Kopf geschlagen hat. Und da kam der Twerk 2.0. Ah, alles klar. Und ja, bin ich auch gestorben. MLGQ. Krasser Name, Alter. Ja, gut. Nächste Map ist die Varo-Map. Krieg ich noch einen Hit?
habe ich ihn versucht ein bisschen halt zu bowspammen, weil ich halt irgendwie keine Chance hatte. Jo. Und da kriege ich schon ziemlich Damage. Allein durch den Bogen jetzt. Und ja, mal gucken. So, läuft bei mir nicht, weil ich... Insekt wäre gestorben! Nice! So, Leute, ich hoffe, es hat euch dieser kleine Twerk gefallen. Wenn ja, lasst einfach eine kleine Bewertung da. Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao!